bin Monique. Das reimt sich auf Scheck. Und was mein Team gerade macht, habt ihr noch nie gesehen. Nicht? Oh, okay. Wir arbeiten noch dran. Und hier kommt unser Host, Maria Garcia. Diese Woche entwerft ihr Outfits für ein paar ganz besondere Gäste mit verschiedenen Geschmäckern. Sunny und Luna, bringt sie bitte rein. Klar, die Gastjuroren sind... wir. Ihr werdet einen neuen Look für eine der beiden Schwestern designen. Aber die Models dürfen euch nicht verraten, was sie wollen. Ich sage Team Shadow High, was sie für Luna designen sollen. Und ich Team Rainbow High, was sie für Sunny designen sollen. Gern geschehen. Die Teamleader diese Woche sind Skylar und Zoe. Okay, an die Arbeit. Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Ich freue mich ja so, aber ich bin auch nervös. Hoffentlich treffe ich mit dem Outfit Lunas Geschmack. Das wird sicher spaßig. Lunas Outfits wirken zwar wie eine Fashion-Revolution, aber eigentlich sind sie vielmehr eine Fashion-Evolution. Das heißt? Sie übernimmt immer ein Teil aus ihrem aktuellen Style in ihr neues Outfit. Damit bleibt es typisch Luna. Sie weiß zwar noch nichts davon, aber Sunny ist bereit für einen etwas anspruchsvolleren Look. Und ihr werdet ihn für sie designen. Oh, glaub mir, Sunny liebt Überraschungen. Also Schluss mit dem niedlichen Kawaii-Zeug. Was sie braucht, ist etwas Gewagtes, etwas Drama. Irgendwas Großes. Mit Drama kann ich dienen. Okay, wir brauchen etwas Glam. Ich hab's schon genau vor Augen. Oh, oh, oh. Wir sollten auch ihr Make-up aufpolieren. Sie braucht was Gewagteres. Was für ein Glück, dass wir unseren Make-up-Superstar im Team haben. Was denkst du, Jade? Naja, ich bin schon noch ein bisschen genervt vom Rainbow Vision. Und jetzt kommt auch noch direkt Project Rainbow hinterher. Aber ich freue mich so auf dieses Make-up-Upgrade. Make-upgrade? Oh Mann, ich bin nur müde. Okay, unterbrecht mich, wenn euch was Besseres einfällt. Aber ich habe eine Vision davon, wie Lunas Outfit aussehen muss. Das hat jetzt schon Kultstatus. Ich mag den Schnitt. Ausgefallen und edgy. Ich halte absolut gar nichts von Sunnys Style-Evolution. Ich finde das Design grundsätzlich nicht schlecht, aber ich denke, da fehlt einfach noch der klassische Luna-Touch. Hm, wie wär's mit Taft? Damit lässt sich gut arbeiten. Ich bin der Meinung, wir brauchen hier irgendwas richtig Extravagantes. Wie wär's mit einem mega verrückten Kleid aus supervoluminösem Till? Ja, theatralisch und klassisch. Gefällt mir. Für Sunny brauchen wir etwas, das nicht zu formell ist. Wie wär's mit einer Jacke darüber, um's lässiger zu halten? Yes. Okay. Mega. Zeit für den Zwischencheck. Also, mir gefällt der Schnitt. Ungewöhnlich und modern. Aber irgendwie passt es noch nicht richtig zu Luna. Irgendwas fehlt, aber ich kann noch nicht genau sagen, was es ist. Wow, das ist ganz schön viel Tüll. Sunny ist ziemlich aktiv. Und bei so viel Stoff hat man nicht viel Bewegungsfreiheit. Du hast völlig recht, Maria. Ich bin zwar modebewusst, aber auch ein Tollpatsch. Keine Chance, dass ich in so einem Kleid nicht stolpern würde. Also, ihr habt noch 3 Stunden Zeit und beide Teams haben noch viel zu tun. Dann macht euch mal an die Arbeit. Ah, Zeit für eine Krisensitzung. Sunny gehört zu deinen besten Freundinnen, also was denkst du? Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, ich denke zu viel drüber nach. Was habe ich nur falsch gemacht? Ich gehe das viel zu verkopft an. Es wäre so viel einfacher, wenn wir mit Sunny reden könnten. Ich weiß, was fast genauso gut ist. Hallo, Leute! Los, Team Rainbow! Gut, dass Sie sich an mich gewendet haben, denn ich weiß ganz genau, wie Sunny tickt. Wie sagt man? Schwestern kommen und gehen, aber Besties bleiben für immer. Okay, ich habe Notizen und diese Kiste mit Sachen von Sunny aus ihrem Schrank. Erstmal, der Rock hier muss weg. Abgesehen davon, dass man leicht drüber stolpert, verdeckt der Rock eure super coolen Clogs und Socken, die einfach nur Sunny schreien. Also, bye-bye, Till. Das ist Sunnys Lieblings-T-Shirt. Unter der Jacke sah das toll aus. Ah, gefällt mir. Und wie wäre es mit Sunnys Illustrationen auf dem Rock? Ja, und was Figurbetontes. Hm, was ist das Gegenteil von Till? Vielleicht Vinyl? Oh, gibst du mir mal den Teddy? Ich hab eine Idee. Thank you.
Naja, ich finde immer noch, es ist perfekt, so wie es ist. Du hast die Kritik gehört. Und der Rest von uns sieht das wie Maria. Irgendwas fehlt noch. Im Ernst? Okay, okay. Ich hab da eine Idee. Top habt ihr mein Markenzeichen zurückgebracht. Das ganze Outfit wirkt so stimmig und diese Details sind echt der Hammer. Gute Arbeit. Luna scheint es wirklich gefallen zu haben. Ich hoffe nur, dass Maria Garcia das genauso sieht. Luna! Dank dir haben sie den perfekten Look für mich designt. Du verstehst mich also wirklich? Dank nicht mir. Ich hätte was Besseres gemacht. Ja, weißt du, Skylar hat Violet gebeten, uns zu helfen. Wirklich? Oh. Super Job von beiden Teams. Doch der Gewinner dieser Woche ist Team Rainbow High. Skylar, du hast Violet um Hilfe gebeten. Damit hast du das Blatt gewendet und dein Team vor einem Fashion Fail bewahrt. Und Victoria, dieses putzige Bärentäschchen war ein echter Geniestreich. Also, herzlichen Glückwunsch, Victoria. Du hast diese Woche gewonnen. Und jetzt der schwierige Teil. Für eine von euch ist das Ende des Laufstegs. Die Person, die diese Woche gehen muss, ist Zoe. Zoe, es war nicht leicht, denn du hattest harte Konkurrenz. Eine Handtasche hätte den Look vervollständigt und dich vielleicht noch gerettet. Okay, Zoe, pack bitte deine Sachen. Du gehst zurück in den Unterricht. Meinen Glückwunsch, Rainbow High! Damit seid ihr im Moment ganz oben. Die Frage ist nur, bleibt das auch so? Das erfahrt ihr nächstes Mal bei Project Rainbow.